Trotz großem Andrang ging es beim Stammtisch der Vorarlberger Nachrichten in Schruns rund um die umstrittene Silvretta-Arena überraschend ruhig zur Sache. Unter der Diskussionsleitung von Gerold Riedmann waren sich alle Anwesenden plötzlich einig, dass das Projekt auf alle Fälle nicht mehr realisiert werden sollte. Die Betreibung eines solchen Projektes macht gegen den Willen starker Teile der Bevölkerung keinen Sinn. In einer Atmosphäre der Polarisierung so etwas durchpeitschen zu wollen, wäre ein Fehler. Das sollte man nicht tun. Und daher lautet meine Empfehlung an den Standpunkt davon nach wie vor, das Projekt nicht weiter zu betreiben. Auch der Bürgermeister von Schruns, der die Arena zwar immer noch als große Chance für das Montafon präsentierte, sprach sich gegen eine Durchführung aus. Für mich macht es zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn, dieses Projekt weiter zu betreiben. Da hat man richtig gesagt, wir haben im Montafon andere Projekte, die haben dann halt Priorität Nummer 1 und die müssen wir dann vorantreiben. Und Aussagen wie die Zusagen des Landeshauptmannes seien nicht mehr wie ein feuchter Händedruck wert, wurden selbstverständlicherweise auch nur von den Medien falsch transportiert. Zusammengefasst, alles was man gesagt hat, zusammengewürfen, natürlich die provokante Händedruck des Landeshauptmanns, nur ein feuchter Händedruck. Und das ist eine verkürzte Wahrnehmung. Also das habe ich auch dem Landeshauptmann, nachdem ich das gelesen habe, sofort via Mail mitgeteilt, dass ich das so nicht gesagt habe. Es waren andere Zuhörerinnen, die haben ganz klar deponiert. Das wurde von mir nie so gesagt. So bleiben von der Silvretta Arena nur zwei Dinge über. Viel Lärm um nichts und rund 140.000 Euro Planungskosten, für die letztendlich der Steuerzahler aufkommen wird.